wir sind zurück. Ja, und wir werden gerade ganz fleißig aus dem Chat abgelenkt. Unsere Regie kommt schon gar nicht mehr klar. Ja, Gott sei Dank, das nächste Spiel, das müssen wir, glaube ich, nicht im, Gott sei Dank nicht im Koop spielen. Können wir auch gar nicht im Koop spielen. Also ich glaube, da kommen wir gleich ein bisschen besser durch als bei Derpy Konga. Bei Derpy Konga bin ich immer gewillt, Dirty zu sagen. Das ist irgendwie... Dirty Konga. Ja, ist geläufiger, ne? Ja. Genau. Nein, es geht um Circa Infinity bei Kenny Sun. Also Kenny Sun hat das Ganze entwickelt, ist ein Einzelprojekt. Und tatsächlich ist es so, dass das Spiel, das gibt es auch unter anderem für iOS und Android, ist aber ein bisschen anders. Also ich habe es jetzt zuerst auf der Xbox hier gespielt, gibt es auch für die Switch und für den PC seit dem 5. November. Und auf dem Smartphone, weil ich habe einfach mal nachgeschaut, ich habe gesehen, okay, das gibt es ja auch als App für Android und iOS. Und da habe ich das mal installiert. Ist ein anderes, oder? Es ist etwas anders, also es ist im Grunde genommen sieht es gleich aus, es ist aber vom Spielprinzip mehr auf Mobile ausgerichtet. Ja, wir werden das Ganze insofern sehen. Interessante Sache, werde ich vielleicht mal kurz darauf aufmerksam machen, das Ganze heißt Circa Infinity. Es ist halt so, dass, ich schalte mal jetzt hier kurz auf die Spielliste, wo haben wir es hier? Wurde hier wohl mit Google Translate übersetzt, auch im Logo sogar genutzt, Kreis Unendlichkeit. Ja, das heißt, wer das sucht im Store, ich weiß jetzt nicht, ich glaube im Store heißt das glaube ich auch, schauen wir einfach mal kurz rein, genau. Das heißt dort Kreis Unendlichkeit. Ne? Also, ist natürlich sehr ungeschickt. Ne, falls ihr das sucht, ich weiß jetzt nicht, wie das im Switch Store ist oder auf dem PC, also zumindest im Xbox Store oder im Microsoft Store findet ihr es unter Kreis. Auf Steam findest du es unter Circa Infinity. Deswegen okay, dann ist wundert mich das nur da. Ist aktuell für 3,29 € im Angebot, wenn es jetzt einer haben möchte. Ja, und 12,99 €, wie wir sehen, dort auf der Xbox und Switch wird wahrscheinlich ähnlich sein. Ja, wir starten einfach mal direkt. Das Ganze ist schon ein kleiner Brainfuck, den wir hier gleich erleben werden. Ja, danke. Also. Der Entwickler spricht nämlich auch von Brain-Melting-Platformer. Also, ja. Also, dass er wirklich. Der sich nur im Kreis abspielt und der wohl auch schon, wie du gerade gesagt hast, so eine Art kleinen Mindfuck durchführt. Definitiv. Am Anfang ist es noch relativ easy. Also wir haben hier diesen Kreis und es gibt hier einen entsprechenden Punkt, also an diesem hier, wo der kleine Spalt ist, da können wir quasi weiter in den Kreis hinein und können sozusagen, sag ich mal, reinspringen mit A und gelangen dann in diesen Kreis hinein und müssen dann quasi immer wieder zu dem nächsten Kreis springen. Das ist hier noch relativ einfach. Jetzt bewegt er sich natürlich noch nicht. Wir können uns hier grundsätzlich mit dem Analogstick einfach um den Kreis wie so ein Hamster bewegen. Und weil wir können natürlich nur eine gewisse Höhe springen. Deswegen müssen wir halt ja schauen, jetzt hier wäre es natürlich jetzt direkt darunter, damit wir dann auch in den nächsten Kreis kommen. Und so geht es dann entsprechend dann weiter. Ich muss gerade mal gucken, haben wir... Okay, ich springe vielleicht nochmal zurück, damit wir direkt den Anfang des Spiels erleben. Weil da wären wir jetzt schon relativ weit. Genau, das müsste dann... Genau. So. Und das ist jetzt noch relativ easy. ja, wir haben jetzt hier in der Form noch ein paar, noch ein paar Gegner. Die werden als rotes Figürchen angezeigt. Und... Die dürfen wir natürlich nicht berühren. Die dürfen wir nicht treffen. Ah, es ist wirklich abgefahren. Also so schräg. Es ist schräg, ja. Das ist jetzt hier, wie gesagt, es ist noch relativ einfach und jetzt nicht schwierig. Ne? Da kommt man relativ einfach durch. Ich habe das natürlich schon gespielt, deswegen... Weiß nicht. Ja, so. Kannst du ja gleich wieder anmachen. Also Nico und wird gleich den Fernseher wieder anmachen und du wirst sehen. Hast du es durchgespielt? Nein. Oder, also kann man das nicht durchspielen? Doch, es gibt entsprechende Level. Ich kann da gleich auch nochmal in die Level auswählen. Ich glaube, es gibt... Also jetzt quasi, wenn wir diesen Circle dort haben, dann gehen wir halt... Das ist die Finish-Linie, beziehungsweise die Ziellinie sozusagen. Und genau. Das ist dann halt in Level entsprechend unterteilt. Und... Alles gut. Genau, das geht vom Schwierigkeitsgrad aus her... Warum stand da gerade 2.2? Weil das quasi, das ist jetzt sozusagen die erste Welt. Ja. Und dann gibt es halt weitere, also ich kann jetzt nochmal kurz hier ins Menü gehen. Also man kann sich jederzeit auch wieder zurück.
Das Menü ist natürlich auch nett aufgemacht. Das bedient sich genau an den Spielmechaniken. So kommt man jetzt quasi auch durchs Menü, ne, in den Einstellungen entsprechend dann auch rein. Und das ist hier rechts, ist ja die Levelauswahl. Und hier steht auch 1, 2. Okay. Ne? Dann gibt es da 3, 4, 5. Also es gibt 5 Welten, wo jeweils dann nochmal entsprechende Level drin sind. Wahrscheinlich sind es überall es sind 10 Welten, denke ich mal. 10 Level. Ja. Okay. Also 10 Level in 5. Also 5 Welten je 10 Level. Okay. So. Genau. Gut, wir waren jetzt gerade. Machen jetzt einfach mal. Gehen jetzt in den zweiten Level rein. Dass wir da auch hier einen kontinuierlichen Fortschritt haben. Also der Schwierigkeitsgrad, der zieht immer ein bisschen an. Na, man wird, es wird einem quasi dadurch auch immer ein bisschen beigebracht, okay, wenn jetzt hier, anfangs war es ja so gewesen, dass diese, ich nenne die mal Teufelwesen, die sehen so ein bisschen aus, dass die nur am Stehen waren, jetzt bewegen die sich auch in der Hinsicht, das wird dann insofern auch mehr. Hier müssen wir natürlich mitlaufen, um dann halt den Moment abzuwarten, bis wir hoch genug springen können, um in den nächsten Circle zu springen. Und das ist jetzt auch noch sehr gemächlich, ne? Also hier kann man sich noch ein bisschen Zeit lassen. Und das wird von Level zu Level natürlich auch schwieriger. Und so, jetzt haben wir das Level auch entsprechend geschafft. Aber du weißt nie, wie viele du noch musst, ne? Nee, es sei denn, du hast es schon mal gespielt, ne? Aber du wirst jetzt, dir wird das jetzt so direkt nicht angezeigt, ne? Du siehst dann halt, ne, anhand des Kreises, wenn das halt in diese, weiß nicht, wie soll ich das nennen soll, Hypnose-Kringel entsprechend ist, ja, dass es sich dort um den Kreis handelt, wo man zum Ziel gelangt. So, hier sehen wir auch, jetzt ist auch, sind auch Flugwesen noch hier mit dabei, fliegende Teufel. Vor allem bei einem kannst du dann, kannst du nicht springen, kannst du nicht drüber springen. Nein, also du kannst halt über einen so ein Wesen rüberspringen, aber da musst du tatsächlich, gerade wo wir waren, müssen wir dort entsprechend abwarten. Aber du hast, ist es okay, ups, aber du bist tot. Ja, so ist, nein, man ist nicht direkt tot, sondern es wird einem am Ende halt angezeigt, wie oft man gestorben ist. Und man wird halt einen Kreis dann zurückgesetzt. Ja? So, das jetzt hier müssen wir noch ein bisschen... Okay, das ist aber sehr fair. Ja, aber es wird auch später auf jeden Fall Momente geben, wo du dann auch, du stirbst und dann kommst du jetzt einen Kreis zurück und dann schippst du vielleicht nochmal. Also es ist jetzt bis dato aus der, ich habe jetzt glaube ich die ersten zwei Welten durch, für mich jetzt nicht frustrierend gewesen. Ne? Das hat auch einen guten Flow, in dem man dort reinkommt. Man muss sich natürlich auch entsprechend konzentrieren. Hier geht es jetzt noch relativ, aber später muss man auf noch mehrere Sachen aufpassen, die dann dort passieren. Da werden wir sicherlich auch noch drauf treffen. Ansonsten kann man natürlich auch relativ flott durch. Aber ist es aktuell so, dass du dich eigentlich bei jedem Sprung in einen der Kreise danach kurz orientieren kannst, weil du noch außen bist, ne? Ja, du kannst auch theoretisch, kannst du ja jetzt schon sehen, was in dem nächsten Kreis ist, ne? Dadurch, ja, theoretisch, ja, manchmal, ne? Also du kannst dich dadurch auch ein bisschen vorbereiten und wirst jetzt nicht direkt ins Schwarze geworfen. Das war knapp, aber es hat geklappt. Und direkt ins Nächste. Also das ist jetzt quasi jetzt nochmal so eine Übersicht, wie viel Zeit hat man. Also theoretisch könnte man das natürlich jetzt noch mehr auf Zeit spielen. So. Und da sehen wir zum Beispiel, die können jetzt durch den Kreis hindurch. Ja, das ist jetzt noch unproblematisch. Es wird aber gleich noch Szenen geben, wo die auch direkt am Eingang, sage ich jetzt mal, hart, von dem Kreis sitzen. Ja. Und da muss man im richtigen Moment... Ja, das war knapp. Aber... Ja gut, das hat jetzt nicht funktioniert. Gucken wir mal. Ja, das... So. Den richtigen Moment abwarten. Okay. Boah, ist schon... So. Oh oh. Na, wobei, gut, wenn die außen gehen, ist das nicht so. Na, okay, da war ich ein wenig zu übermütig. So, Dann wird's mal schnell, ne? Man muss es auch richtig abpassen.
So, das war jetzt Level 5 von der ersten Welt. Also wenn an die Anzahl hier, das meine ich jetzt zum Beispiel, da ist dann einfach so, wir müssen dann quasi dem Moment, wo die sich verwandeln und rüberspringen, müssen wir dann die Taste drücken, damit wir dann auch, okay, ohne die zu berühren, rüberkommen. Ah, ich verstehe, okay. Ja, okay, das ist natürlich schon freaky, ja. Definitiv. Ja, und jetzt kommen die auch noch mal dazu. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir jetzt hier in einer der Lücken... Boah, das ist aber mega verwirrend jetzt. Okay, ich kann schon... Ja, das, dann das, weiß ich, wo ich hingehe. Das wird jetzt langsam... Ah, ist, okay. Das ist auch... Ja, das ist ja prinzipiell für einen Speedrun, ne? Ja, das kann man natürlich definitiv auch... Boah. Dadurch, dass die Zeiten angezeigt werden, lässt sich das natürlich auch gut als Speedrun nutzen. Also ich würde mal gern wissen, was andere Leute für Zeiten haben. Ich glaube, es gibt keine Leaderboard gibt's nicht, ne? Liste. Ja. Die ist mir zumindest noch nicht aufgefallen. Also das Spiel ist ja 2015 schon erschienen auf Steam. Und natürlich jetzt auch für die anderen Plattformen nachgesucht. Ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile ein Leaderboard haben, aber ich glaube nicht. Ich glaube, keins gesehen zu haben gerade. Das war jetzt Level 6. Ja, ich kann mal kurz gucken im Menü. Hier gut, hier gibt es nochmal Informationen. Wahrscheinlich ist das nur... Okay, das ist jetzt nochmal nur die Credits. Aber nee, das sieht nicht so aus. Danach aus. Aber das da unten, da kann man fortsetzen, nee. Und ansonsten... Na, also man kann sich die lokal nochmal anschauen, ne, die man jetzt insofern hatte. Ja. Ich glaube, 6 hatten wir gerade das Level. Gehen wir mal jetzt in 7 rein. Und gucken wir mal, was hier passiert. Ich hätte uns mal gesagt, geh mal in das Schwierige. Gehen wir in 2 rein, was da passiert. Können wir gleich gerne einmal machen. Oh, jetzt habe ich... Die springen zum Beispiel jetzt hoch. Da müssen wir natürlich den Moment abpassen, dass wir dort... Genau. Oh, ist ja auf jeden Fall nicht entspannt. Jein. Also ich finde das tatsächlich in gewisser Art und Weise entspannt. Also... Wenn man so einmal so drin ist und sich konzentriert, dann... Man hat da vor allen Dingen auch sehr schnell... Ah, wie sagt man? Immer wieder kleine Erfolgserlebnisse, ne? Wenn du jetzt von einem Kreis in den nächsten kommst... Okay, jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst. Dann hat das schon ein bisschen was von... Ja, sind das so Erfolgserlebnisse, die du kurzzeitig hast? Und dann hast du auch Bock, direkt weiterzumachen. Das müssen wir... Ja, man sieht auch, jetzt wird es schon ein bisschen tricky, das Ganze. Ach, aber man darf auch wirklich nicht einmal kurz seinen Gedanken verlieren, weil dann ist man auf jeden Fall verloren. So, wir müssen gucken, dass wir jetzt hier in der Lücke bleiben. Genau. So. Hier. So, jetzt aber. Da vorne ist das... Ziel. Ach, falsche Richtung. Okay. So. Na. So, jetzt aber. Okay. Ja, jetzt können wir gerne mal in die Welt 2 gehen. Boah, das ist schon knackig. Das ist auf jeden Fall knackig. Also, das Adrenalin, das, steigt auf jeden Fall nach oben. So. Ach, hier bin ich erstmal in Level 2 gekommen. Also muss es schwer sein. Ja, also ist jetzt nicht so, also das habe ich jetzt nicht 3 Stunden oder so gespielt, ne? Also, ach jetzt, was mache ich denn da? Ja, der Kopf ist direkt schon da, ne? Ja. Ich muss gerade jetzt mal überlegen. Da kannst du nur da lang. Unten kannst du ja nicht mehr lang. Doch, ich muss quasi, also es ist nämlich so, wenn ich einmal springe quasi, dann werde ich ja einmal kurz klein und ich kann diesen Momentum natürlich ausnutzen und sagen, wenn ich jetzt hier lang laufe, zack, komme ich dann, okay. Da komme ich dann dadurch da drunter her. Ah, okay, jetzt haben. Boah, das ist also aber, das ist jetzt natürlich, langsam wird es natürlich richtig Mindfuck, ne? Ja. So. Rüberspringen. Aber witzig, dass er jetzt... Dass du so, ach nee, aber man wird schon so angelernt in den Mechaniken, ne? Weil jetzt bewegt sich da nicht. Genau, und es kommt ja auch ohne Tutorials aus oder irgendwelche Textboxen, die einem sagen, hier, das musst... okay, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Die einem sagen, okay, das, du musst das und das machen. Also
das Spiel lernt einen schon durch Schmerz, sage ich jetzt mal, wie man es zu nehmen hat. Und da muss man quasi komplett einmal außen rum. So, da kommt. Oh, das war knapp. So. Oh, das war haarscharf und das war daneben. Oh. Ja, warten wir kurz einen Moment. Im wahrsten Sinne. Ach, Mist. Ja. Das ist tricky. Hast du es bis jetzt nur auf dem PC gespielt oder auf Switch auch? Nur auf der Xbox. Okay. Also auf der Xbox, okay. Genau. Aber gut, und einmal kurz die Mobile-Version, aber wie gesagt, die ist etwas anders. Also die hat natürlich das gleiche Spielprinzip, ja. Aber da hast du jetzt keine Level im klassischen Sinne, sondern ist das dann auf Touchscreen-Steuerung mit den beiden Fingern links und rechts drauf oder so? Genau, richtig. Okay. Da hast du dann quasi, ich glaube, ja, genau, du kannst einmal auf die linken Seite des Touchscreens drücken und drehst dich dann in die linke Seite des Kreises und auf der rechten dann auf der rechten Seite des Kreises. Genau. So, jetzt muss ich, genau, das war gerade das Problem. So. Warten wir einen kurzen Moment. Genau, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ach du Kacke. Ja. Weil hier ist es natürlich langsam ärgerlicher, wenn du jetzt aus dem Kreis fällst, weil dann musst du natürlich wieder anfangen von Beginn aus her. Aber welchen Sinn hat das Spiel in dem Fall? Weil du hast ja zum Beispiel auch teilweise so Monster, die weinen. Und ja, ist die Frage. Man weiß natürlich auch jetzt nicht genau, was sie jetzt unbedingt darstellen. Die sind natürlich sehr abstrakt. Einige wirken so ein bisschen wie Teufel. Ja. Man sieht, dass es steht irgendwelche Gesichter da. Man weiß auch nicht, was jetzt dieses lachende Gesicht mit den Flügeln genau bedeuten soll. Das wäre natürlich mal eine Frage an den Entwickler, an Kenny Sun, was jetzt da die Inspiration war. Vielleicht sind das irgendwelche Träume, die damit verarbeitet werden. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ach du Kacke. Das ist auf jeden Fall echt abgefahren. Also, ich könnte es persönlich jetzt nicht eine Stunde am Stück spielen. Ja, also es ist sicherlich nicht unbedingt ein Spiel, was ich jetzt auch irgendwie stundenlang spielen könnte. Weil das ist jetzt. Moment, wenn ich dann warte, ich bis. Aber in der Form, also ich habe das so sowas jetzt mit der Art Kreis, glaube ich, auch noch nie gesehen. Nee, das auf jeden Fall nicht. Also das habe ich jetzt so in der Form auch noch nicht. Du musst jetzt den Momentum abwarten, ja. Das ist aber hart. Beziehungsweise, hier muss ich eigentlich dann quasi langsam durch. Und da kann ich ja... Ah, das ist echt knapp. Hier muss ich dann jetzt warten, bis sie... Genau. Da ist das Ziel. So, da müssen wir hin. Hier komme ich so durch. Da warte ich einen Moment. Genau. So. Wow. Da willst du 2.3 gar nicht machen. Ja. So, das waren jetzt fast 5 Minuten. Überleg mal. Bist du eigentlich eine Frau oder ein Mann? Weil gerade hast du lange Haare gehabt. Hab ich das? Und jetzt nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Also ich habe darauf noch nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Man kann aber auf jeden Fall vieles interpretieren in den Sachen. Und jetzt laufen die auch. Die laufen jetzt noch. Und vor allem, Alter, es wird immer gab auch gerade welche, die gelaufen sind, aber die laufen schneller und ein bisschen unberechenbarer anscheinend. Ja, okay. Boah, das ist aber echt hart. Also es kommen auf jeden Fall immer wieder Elemente hinzu. Es ist ja auf jeden Fall nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, ich habe das Spiel gelernt, ich weiß, wie es jetzt funktioniert. Ne? Es überrascht einen immer wieder mit neuen Elementen. Absolut. Oh, oh. Ach, guck mal, das ist so tatsächlich, die laufen, sobald man auf dem Boden ist. Und wenn man abspringt, dann... Laufen die nicht mehr? Genau. Wo bin ich jetzt? Ach, da. Da muss man erstmal drauf kommen. Wow, oh, 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 ja.
Ja, boah, das war los, sofort los, ne? Also rein und direkt. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen würde ich am äußersten reinlaufen. Damit du ein bisschen bis am innersten langgelaufen. Moment, wenn ich da jetzt reinspringe, fängt der an, nach rechts zu laufen. Genau. Das heißt, ich muss dann nach links. Am besten direkt. Das ist echt. Also ich finde es krass. Ach komm, das Level möchte ich doch noch schaffen. Mal kurz warten, bis das Geflügeltier weg ist. Oh. Oh mein Gott. Also, wenn ich Entwickler wäre, würde ich das gar nicht durchschaffen, das Spiel. Krass. Boah, das war echt viel auf einmal gerade. Ja. Mist. Es waren nur wenige Zentimeter. Eieiei. Also da möchte ich nichts zu dem Spiel von gerade sagen. Da ist Stasis Valley ja leichter gegen als das. So, ja, das ist echt schwierig. Das ist nicht. Ja. Ich überlege gerade, wie ich das am besten. Auf jeden Fall. Wenn das Geflügeltier da nicht wäre, ne? Das Geflügel? Auch immer. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich das bezeichnen soll. Dieser fliegende Teufel. Ist doch wirklich sehr. Bist du jetzt eigentlich gleich zwei, drei Dinger zurückgeworfen worden? Aber warte mal, ich kann ja theoretisch. Ja, es kommt. Wenn ich natürlich jetzt in dem anderen Kreis auch sterbe, dann werde ich natürlich wieder ein. Also theoretisch könntest du auch so. Bis zu dem Anfang wieder zurückgeworfen werden, wenn du in jedem Kreis, den du zurückgeworfen wirst, wie nochmal irgendwo dran kommst. Mist. Was ich gerade überlegt habe, man kann ja auch. Nein, es geht nicht. Okay. Das geht so nicht. Ja, du merkst aber, wie die Konzentration abbaut. Aber es hat auch einen gewissen Rätselcharakter. Ja, du musst halt wirklich aufnahmefähig sein. Also, das kannst du nicht betrunken spielen oder das. Von der Ecke kam so ein. Aber das hier ist das tatsächlich gerade ziemlich tricky, die eine Stelle dort. Also, das geht ja auch noch. Aber hier. Puh, da muss man echt den richtigen Moment irgendwie abpassen. Ja. Krass. Nee, das wird leider nichts mehr. Aber man hat das Spielprinzip verstanden oder man hat es insofern gesehen. Circa Infinity von Kenny Sun finde ich interessant. Also ja. Es hat auch eine sehr, sehr, sehr interessante Gameplay-Mechanik. Ne? Also mit dem Kreis, dass du halt wirklich, kannst halt ringsherum laufen und hast dann. Ja. Es ist halt ein Rätselspiel, es ist aber wirklich halt Brain-Melting, wie der Entwickler auch sagt. Also der Anfang, da bin ich ja noch mitgekommen, aber später ist es so viel auf einmal, also ich kann es verstehen, dass es einen Reiz hat, auf jeden Fall. Für mich persönlich wäre es nichts, weil mir es einfach zu wild und zu crazy ist. Aber gesehen habe ich tatsächlich, wie ich glaube ich vorhin schon gesagt hatte, so eine Art von Spiel noch nicht in der Form. Das ist echt interessant. Richtig, ja. Genau. Und hat auch insofern vorher schon einige Rätselspiele rausgebracht, also ist zum Beispiel Twinfold, Yankai's Peak, Yankai's Triangle, also ja. Und das geht dann auch so in gewissermaßen in diese Richtung rein. Ja. Könnt ihr euch auf jeden Fall besorgen, also entweder in einer abgewandelten Form für iOS und Android als kostenfreier Titel, dann allerdings mit Werbeunterbrechung. Würde allerdings eher das empfehlen auf der Konsole beziehungsweise für den PC, Circa Infinity. Genau. Gerne holt euch das. Wir schalten kurz in die Werbung und dann geht's gleich weiter mit der Augsburger Puppenkiste.